Nein, das ist nicht in Ordnung. Kannst du das bitte? Ich habe es nicht erlaubt, dass mein Attest fotografiert wird. Okay, ja. Ja, nur dass es dokumentiert ist, bitte. Werden wir bis zum Verfassungsgerichtshof dann hochpauken. Aber bitte, das ist ihr gutes Recht, den Rechtsweg zu beschreiten. Ja, nur dass es dokumentiert wird. Möchten Sie also Ihr Gesicht verpixelt oder soll aus? Ah, ich weiß nicht von der Dame, dass man dort die Dienstnummer hat. Sicher, laut Verlangen müsste sie eine Dienstnummer geben. Meistens kriegst du dann eine Visitenkarte, wo die Nummer draufsteht. Sie bekommen die Dienstnummer nur von mir. Beim Einsatz einer geschlossenen Einheit bekommen Sie die Dienstnummer des Einheitskommandanten. Aha, und der war es, wer Dienst gehabt hat, der zu welchem genau. Zeitpunkt. Genau, wir haben Kräfte. Okay. Dann bitte ich den Einheitskommandanten vor. Ja, das gehört alles zusammen. Ich kann es Ihnen nochmal ansagen, so viel habe ich nicht. Meine Dienstnummer ist 6. Ist das auch die Nummer, was Sie da auf der Nummer haben? Ich kann es nicht, das ist so finster. Sie können es gerne fotografieren. 178. Dankeschön. Darf ich dich nur kurz fragen? Und zwar, also ich habe zumindest die Idee, dass ich in die Volksanwaltschaft jetzt diese Situation beschreibe. Und hast du da irgendeine Idee, an wen du? Also ich werde es ohne Anwalt machen. Ja, vorerst einmal ohne Anwalt. Weil der kostet mehr, als wie die Strafe ausmacht. Und im Grunde, in meinem Einspruch gebe ich mir die ganzen Paragraphen hin, wo der Verfassungsgerichtshof das alles schon gekippt hat. Und das genügt eigentlich in den Einspruch dann, dass der Richter uns stattgibt. Also vorab, bevor überhaupt eine Anzeige kommt, weil ich keine kommen kann, weil ich Attest habe. Es geht um diese. Nee, ich warte jetzt ab, bis ich die Anzeige dann, also den Straf, diesen Zahlen bekomme. Ich die Leute nicht aufgefordert habe, zweimal aufzusetzen. Weil du was? Weil ich